Es ist eine der zentralen Fragen des Lebens. Wie wird man glücklich? Das Streben nach dem Glück vereint uns alle. Aber was ist Glück? Was sind die kleinen Dinge des Alltags, die mich glücklich machen? In dem Moment, dass ich hier sein kann und kann frei sein, das bedeutet für mich Glück. Das ist das Glück. Wenn ich jetzt zum Wagen gehe und mein kleiner Zwergdackel begrüßt mich. Klar ist, Glück entsteht im Gehirn. Forscher können messen, wenn im Belohnungszentrum Glückshormone ausgeschüttet werden. Wir sind alle biologische Wesen. Und unabhängig von dem, was subjektiv für mich Glück ist, haben wir alle ein Instrumentarium eingebettet in unserem Gehirn, letztendlich in unseren Genen. Und das ist bei uns allen gleich. Und das sagt, wir haben die Möglichkeit, Belohnung zu empfinden, Belohnung zu erwarten. Nur was Belohnung verspricht, das ist ganz unterschiedlich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Denn auf der Suche nach dem Glück machen sich viele Menschen ganz unbewusst unglücklich. Aber warum? Untersuchungen ergaben, dass Konsum und Geld wenig zum Wohlbefinden beitragen, sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Oft behindern sie das Glück sogar, weil sie von dem ablenken, was wirklich wichtig ist. Ständige Vergleiche führen zu Eifersucht und Verbitterung. Man wird unfähig, mit sich selbst zufrieden zu sein und eigene Erfolge zu schätzen. Wer es allen recht machen will, macht seinen Selbstwert von anderen abhängig, ist immer auf der Suche nach Bestätigung. Bleibt diese aus, wird an der eigenen Person gezweifelt. Glücklich macht dagegen offenbar, was die Dänen praktizieren, Hygge. Das ist die Fähigkeit, Genuss zu empfinden, im Augenblick zu leben und dankbar zu sein. Hygge, das Beisammensein mit meiner Familie, Traditionen. Miteinander reden, es sich gemütlich machen, das ist Hyggen. Hygge bringt uns zum Schmunzeln. Wenn wir auseinandergehen, lächeln wir alle, weil wir uns eine Zeit lang gemeinsam wohlgefühlt haben. Nicht umsonst gelten die Dänen und andere skandinavische Völker seit Jahren als die glücklichsten. Aber auch Ausdauersport oder Entspannungsübungen machen glücklich. Beides lässt Nervenzellen im Hippocampus sprießen, einer Region, die eine wichtige Rolle im Lern- und Belohnungssystem des Gehirns spielt. Neurobiologen wie Tobias Esch sehen dahinter eine vorgegebene Methode des Körpers, Stress abzubauen und Glück zu empfinden. Wir glauben, dass biologisch diese Fähigkeit, zu entspannen oder zu laufen und darüber mein Stresslevel zu senken und das Hirn formbar, plastisch und lernbar zu machen, dass das ein universelles Prinzip ist. Und der Mittler, die Schaltstelle, ist eben das Belohnungssystem im Gehirn, was uns sagt, das, was du jetzt tust, reduziert deinen Stress, das ist gut für dich. Und deswegen merk dir das, wie du da hingekommen bist, damit du es beim nächsten Mal wiederholen kannst. Vielleicht ist man also gerade dann glücklich, wenn man das Glück nicht sucht, sondern sich dafür entscheidet.